Die Baureihe 50 hat einen GMP nach Dagebüll gebracht. Er besteht aus dem Personenzugwagen und einem Gepäckwagen mit Expressgut und Gepäck für die Inseln. Nach dem Umsetzen rangiert die 50er den Gepäckwagen zum Entladen auf die Mole. Der Bahnhof Dagebüll in der Form der 50er Jahre hat eine dreigleisige Gleisgruppe. Ein Gleis ist mit Bahnsteig und Empfangsgebäude ausgestattet. Ein Gleis hat ein zusätzliches Abstellgleis. Am Abstellgleis und am Durchgangsgleis sind Ladestellen vorgesehen. Außerhalb des Deiches, also in der Nordsee, ist eine Mole angelegt, die zwei Stumpfgleise hat. Die Modellbahnzüge für die Anlage Dagebüll werden in einem Vierteljahr zusammengestellt. Während der Gepäckwagen entladen wird, bringt die 50er einen gedeckten Wagen zurück in den Dorfbahnhof. Nach dem Entladen des Packwagens wird dieser noch in das Nebengleis rangiert. Im Dorfbahnhof rangiert die 50er zunächst den Kurswagen an den Personenzug am Bahnsteig. Danach wird der Gehwagen noch in das Abstellgleis gebracht. Der Personenzug mit dem Kurswagen wird nun auf die Mole geschoben. Dagebüll ist der Fährhafen für die Urlauberinseln Föhr und Amrum.
Im Bahnhof Niebüll gehen Kurswagen von der Hauptstrecke auf die Kleinbahn nach Daggebüll über. Der Personenzug mit dem Kurswagen hält auf der Mole. Fahrgäste von und zu den Fähren können nun umsteigen. Auch im Dorfbahnhof ist noch einmal Halt. Schließlich ist es ein Personenzug. Dann beginnt die Fahrt nach Niebüll.